and help step by step. Suchen Sie im App Store nach Handhelp oder der Version Handhelp LiveCare. Nach der Installation kann die App hierüber auch wieder deinstalliert werden. Das Kündigen des Abos ist ebenfalls auf dieser Seite möglich. Die Unterschiede der Apps werden folgend dargestellt. Bitte beachten Sie, dass ein vorsätzlicher Falschalarm strafbar ist und zu Kosten führen kann. Geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse ein. Nach dem Drücken auf E-Mail verifizieren wird ein Code an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Sie erhalten eine E-Mail von handhelp-notruf@appsec.de. Kopieren oder merken Sie sich den in der Mail enthaltenen Code und fügen Sie ihn in das Feld des Dialogfensters ein. In diesem Schritt müssen Sie alle notwendigen Benutzerinformationen eintragen. Dazu gehören Vorname, Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Ihre Mobilfunknummer. Geben Sie nun bei Helfer Ihre Vertrauenspersonen ein, welche bei einem Notfall informiert werden sollen. Bei Handhelp mit dem roten Icon wird die für Ihre Region zuständige Polizei- oder Feuerwehrleitstelle direkt und automatisch informiert. Nutzen Sie Handhelp LiveCare, die App mit dem blauen Icon, müssen Sie Ihre lokale Polizei und Feuerwehr eintragen, damit diese im Notfall eine Benachrichtigung erhalten. Geben Sie nun bei Helfer Ihre Vertrauenspersonen ein, welche bei einem Notfall informiert werden sollen. Diese können Sie bei IC 1 bis 6 hinterlegen. Unter IC 7 kann ein FaceTime-Kontakt für die Videotelefonie hinzugefügt werden. Weiter unten befindet sich die Einstellung für Datenübertragung. Nur wenn Notfallzentralen aktiviert ist, werden Polizei und Feuerwehr informiert. Haben Sie Handhelp mit dem roten Icon, wird über die Ortungsdaten und unsere Software automatisch die zuständige Leitstelle benachrichtigt, solange Sie sich in Deutschland, Österreich, Liechtenstein oder der Schweiz befinden. Nutzen Sie Handhelp LiveCare, die App mit dem blauen Icon, müssen Sie Ihre lokale Polizei und Feuerwehr eintragen, damit diese im Notfall eine Benachrichtigung erhalten. Internationale Notrufnummern aktiviert, dass nach dem Auslösen des Notrufs sich das Tastenfeld mit der für Ihr derzeitiges Aufenthaltsland richtigen Notrufnummer geöffnet wird. Videotelefonie. Ist diese Einstellung aktiviert, wird bei einem Notruf die Videotelefonie geöffnet und der unter IC7 hinterlegte Kontakt angerufen. Beachten Sie, internationale Notrufnummern und Videotelefonie lassen sich nicht gleichzeitig nutzen. Unter SOS-Angaben kann das Notfallprofil optimiert werden, damit Rettungskräfte Ihnen in einem eigenen Notfall optimal helfen können. Hier können zusätzliche Angaben gemacht werden über Ihre Privatadresse, Arbeitsadresse, Urlaubsadresse, Ihre Krankenkasse, Blutgruppe, Einschränkungen und Behinderung, weitere Hindernisse Grunderkrankungen wichtige Allergien und wichtige benötigte Medikamente. Diese Angaben sind freiwillig. Dennoch empfehlen wir, alle Punkte auszufüllen, damit Rettungskräfte und Polizei Ihnen in einer ernsten Notlage so gut wie möglich helfen können. Auslösen eines Testalarms. Um einen Testalarm auszulösen, muss der Testalarmknopf aktiviert sein. Dieser leuchtet rot, wenn er aktiv ist. Drücken Sie nun auf einen der Buttons unter Polizei oder Rettung. Der Button E würde einen Notruf für Sie selber auslösen. Andere ermöglicht es Ihnen, als Zeuge Hilfe für eine andere Person zu rufen, ohne dass dabei Ihre gesundheitlichen Informationen übermittelt werden. Die Art des Notrufs und die Anzahl kann nun bestimmt werden. In der ersten Sekunde des Notrufs wird ein Foto angefertigt und solange der Timer läuft, eine Tondokumentation aufgezeichnet. Solange der Timer noch nicht abgelaufen ist, kann der Notruf durch das Drücken auf den Help-Button abgebrochen werden. Nach Ablauf und Versenden der Notfallinformation wird das Tastenfeld mit der Notrufnummer der Region geöffnet, wenn internationale Notrufnummern aktiv ist. Wenn die Videotelefonie aktiviert wurde, wird stattdessen Ihr unter IC7 hinterlegter Kontakt angerufen. Nun können Sie Ihre E-Mail aufrufen und einsehen, welche Informationen bei einem echten Notfall der Polizei und Feuerwehr übermittelt worden wären.
Informationen zu Ihrer Sicherheitsskala. Handhelp wird mit einem Wert von 25% ausgeliefert. Für jeden eingetragenen Helfer werden 8% hinzugefügt. Für das Aktivieren der Notfallzentralen, auch Unterhelfer, werden weitere 35% hinzugefügt. Wenn das Helfernetzwerk vervollständigt wurde, wird so ein Wert von 100% erreicht und bietet somit den bestmöglichsten Schutz. Wählen Sie den Menüpunkt Fotos, um mit der App gesicherte Fotos abzurufen. Im Menüpunkt Einstellungen können Sie Ihre persönlichen Informationen vor Dritten schützen. Aktivieren Sie Passwortschutz für Ihre Daten, damit der Zugriff auf die Menüeinträge SOS-Angaben, Helfer und Beweis für den Gruppenbenutzermodus gesperrt wird. Um die anderen Menüeinträge wieder aufzurufen, muss der Passwortschutz aufgehoben werden. Bitte merken Sie sich das Passwort, es kann nicht zurückgesetzt werden. Nur mit einer Neuinstallation der App und das damit verbundene neue Eintragen aller Informationen lässt sich das Passwort löschen. Des Weiteren können hier die Hinweistexte der App aktiviert und deaktiviert werden. Drücken Sie auf Kauf, um die Vollversion von Handhelp nutzen zu können. Wählen Sie eine Bestelloption und bestätigen Sie den Kauf. Sie können Handhelp innerhalb von 7 Tagen und Handhelp Lifecare innerhalb von 30 Tagen im Play Store kündigen, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Unter dem Menüpunkt Hilfe erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen. Über den Link gelangen Sie auch auf unsere Website, wo Sie weitere Unterstützung von unserem Support-Team erhalten können.